Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. In diesem Video werden wir den neuen Operation Knockout Modus spielen. Letzte Woche hatten wir ja den Operation Datenring Modus. Der war ja auch ganz in Ordnung, aber war eben halt relativ ähnlich mit Puppenkeile. Diesmal haben wir allerdings einen sehr interessanten Modus. Das Ganze werden wir uns jetzt in dem Video anschauen. Dazu passend haben wir natürlich auch noch ein paar neue Level hier beim Spiel der Spione Pass. Nämlich bis Level 18 jetzt. Vorher hatten wir ja nur bis Level 10, glaube ich, alles freischalten können. Das ist auf jeden Fall ganz nice. Nächste Woche wird dann wahrscheinlich als neues Item in diesem Spiel des Spione Pass die Shadow Knights reinkommen. Die wurden in der Gamefiles geupdatet und sind eben halt nicht im Normal Game drin. Deshalb gehe ich mal davon aus, dass es dann in dem Pass sein sollte. Diesmal auf jeden Fall ein ganz anderes Prinzip. Und zwar ist das so ähnlich wie so ein ganz normaler Cup. Das heißt, man hat ein Achtelfinale, ein Viertelfinale, ein Halbfinale und ein Finale für jede Runde, die man abgeschlossen hat. Und dann noch zusätzlich für jede Runde, die man gewonnen hat, bekommt man einen Punkt. Also so einen Punkt, womit man dann in diesem Spiel der Spione Pass aufleveln kann. Wie gesagt, besteht aus mehreren Runden. Das heißt, wenn man das Achtelfinale verliert direkt, dann bekommt man nur einen Punkt und ist dann eben halt direkt raus. Wenn man das allerdings gewinnt, bekommt man direkt drei Punkte, weil man natürlich dann auch automatisch die nächste Runde abgeschlossen hat, vorausgesetzt natürlich, man lief da nicht raus. Ich hoffe natürlich, dass ich ein ganz gutes Team habe. Ist natürlich etwas schwierig, weil man nur mit Randoms zusammenspielt. Rein theoretisch kann man natürlich auch als Full Squad spielen, aber ist ja mal relativ schwierig, wenn keine Freunde online sind. Und das Ganze ist einfach ein 4 gegen 4. Dauert leider immer relativ lange, bis man in die nächste Runde kommt. Und dann kann man eben halt, wie schon letzte Woche, wieder ein Tag auswählen. Eben halt jede Runde ein weiteres. Ich hoffe, ich bekomme ein ganz gutes Tag am Anfang. Pumpgun auf jeden Fall. Letzte Runde hatte ich schon wirklich extrem gut zerstört. Dann sollte man auch einfach lieber nur für sich spielen. Man sollte nicht auf die Mates vertrauen, denn das kann oder ist eher häufig schwierig, weil die Mates einen natürlich nicht hören können und man mit denen nicht sprechen kann. Deshalb dementsprechend etwas schwierig. Zumindest habe ich Sprachchat ausgestellt und in der letzten Runde hatten auch alle vier, glaube ich, tatsächlich den Sprachchat aus. Das war ein bisschen belastend. Und fürs Video will ich jetzt auch nicht den Sprachchat anmachen. Letztendlich ist es einfach nur ein Killen. Man hat, also man muss sich nur gegenseitig killen. Und man hat eben halt immer eine Stadt, wo drin man fightet. Dirty Dogs, letzte Runde hatten wir Sloppy Swamp zum Beispiel, Sweaty Sands auch noch. Also wirklich die großen benannten Städte alle. Dort muss man, oder dort hat man die Chance überall zu fighten. Und die Zone wird mit der Zeit immer kleiner. Es geht allerdings nicht auf kleinste Zone. Und ja, bockt sich auf jeden Fall schon, würde ich sagen. Weil es eben halt einfach nicht nur so ist, dass man sterben kann und da macht es im Prinzip bei den ganzen Kills, die verfügbar sind, keinen so großen Unterschied. Holy shit, wie habe ich den zerstört? Easy. Das gibt ehrenwerte EP. So, dann müssen wir jetzt natürlich noch auf den ein paar weitere Kills machen. Sehr schwierig jetzt werden wird. Holy shit. Wie? Oh mein Gott. Wie bekomme ich die? What the fuck? Oh mein Gott, wie viele Kills habe ich gemacht? Wie schlecht sind die Gegner? Also man kann wirklich richtig geile Killstreaks hier machen. Ich hatte eine Runde, also nur so eine Finalrunde, hatte ich glaube ich alleine 13 Kills. Da kann man auf jeden Fall ganz gut als Solo auch durchcarryen. Sehr schön, ohne Damage. Ist auf jeden Fall ganz nice, ja, dass man auch als Solo tatsächlich hier gewinnen kann. Man eben halt nicht nur komplett aufs ganze Team angewiesen ist. Irgendwann wird es ja mal schwierig, wenn man als Solo im Squad eben halt ohne Absprache gegen
einen Full Squad gewinnen muss. Die sich vielleicht absprechen und eingespielt sind. Und teilweise ist es eben halt auch so, dass einfach Leute leaven aus der Runde. Das ist dann natürlich auch ziemlich shit. Epische XP-Coin. Rennung, Alter. Die blauen XP-Coins wurden jetzt ja, glaube ich, auch gefixt. Die kann man tatsächlich endlich mal finden. Letztendlich bringt es ja alles nicht viel EP. Ich weiß gar nicht, was sonst noch heute im Update geändert wurde. Ob da überhaupt, ja, wahrscheinlich kam nur der Modus rein und wurden einmal die Sachen wahrscheinlich für den Modus nächste Woche geupdatet. Aber ansonsten, soweit ich weiß, keine Balance Changes, keine neuen Map Changes, keine neue Waffe. Immer wie gesagt, außer die Shadow Nate wurde nichts geupdatet. Sind jetzt tatsächlich alle Gegner gelieft? Das wäre ein stabiles 15-7. Schmeckt. Und ich habe 8 Kills davon. Ja, wow. Alter, geile Runde. Dann gehen wir gleich in die nächste Runde rein. Und werden da dann zerstören. Hoffentlich mit einem guten Tag. Easy. So, jetzt seht ihr, dass einmal für Runde abgeschlossen, einmal für Runde gewonnen bekommen wir Punkte. Das heißt, wenn ich jetzt die nächste Runde nicht gewinnen sollte, die aber abschließe, bekomme ich jemand nochmal einen Punkt zusätzlich. Würde ich sagen, geht auf jeden Fall leichter, hier Punkte zu machen als im anderen Modus. Zumindest wenn man ein guter Spieler ist, wenn man dann Achtelfinale und Viertelfinale oder auf jeden Fall Achtelfinale schafft. Ich glaube, ich spawn mit Schilden. Ich glaube, das ist das Beste. Und mit der Sniper kann man locker auch den einen oder anderen Kill machen. So, Steamy Stacks die Runde. Könnte interessant werden. Vor allem mit den mit diesen Strudeln, die da hochgehen. Was auch richtig nice ist, wenn man einfach in Slurp Swamp ist. Und die meisten Gegner denken immer nicht dran, dass man dort auch Slurp Fest hat, womit man sich einfach healen kann. Ansonsten kann man natürlich nicht looten. Und da hat man schon ganz guten Vorteil. Loster Boy. Boah, close. Eine Stelle hoch. Nein, 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 bitte nicht, bitte nicht. Ah, ha, 8 HP, Hilfe. Ah, unser Team ist zu kacke. Einer ist jetzt auch schon geliefert. Wird schwierig, die zu bekommen. Digga, das laggt aber auch komplett hier. Digga, möchte noch nur bekommen. Genug Moni habe ich also oder so. Oh, sehr schön, nice. Nein! Oh, Digga, es wäre ein Freakle gewesen. Und es ist einer auf mir gelandet. Oh no. Digga, 2 Kills damit verloren. Jetzt bekomme ich den aber easy. Hoffentlich. Nein! Oh, what? Als ob ich das überlebt habe. Das war ein bisschen lost. Digga, warum laggt das so? Holy shit, man. Mensch, scheint hier unten Waffen reloaden. Und wir brauchen noch 3 Kills. Das schaffen wir noch auf Ease.
Warum haben die immer noch Kills Vorsprung? Nein, Alter! Wie schlecht kann das Team sein? Oh mein Gott, Digga. Ich mache hier alle Kills, aber das hilft mir einfach nichts. Es war lost. Oh mein Gott, nein! Holy shit, wie konnte das Team so verkacken? Okay, schade. Bis zum Viertelfinale geschafft. Ich hoffe, euch hat dieses Video auf jeden Fall gefallen. War nur ein kleines Informationsvideo. Und dann hoffe ich, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.